So, eine weitere Folge von ATS in Texas. Ja, aber bisher sieht ja Texas echt schnieke aus. Also ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser aussieht als Montana, weil ne, das würde wieder bedeuten, in jeder Hinsicht besser. Aber es gibt was, in Montana gibt es halt kaum Steppen und so, ne? Montana ist ja relativ grün, also sehr grün. Von daher, was so die... Digga, ich piep dir gleich mal deinen Arsch. Von daher, was so Landschaft und so, so in Steppenregionen angeht, ist Texas halt wesentlich schöner, was aber auch daran liegt, dass, wie gesagt, in Montana gibt es halt keine. Was jetzt die Grünlandschaften angeht und so das Allgemeine im Sinne von so Abwechslungsreichtum, nehmen sich beide nicht so viel. Ja, also Montana und Texas sind beide schön auf ihre eigenen Art und Weise. Ne? Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Aber Texas ist auf jeden Fall auch eine sehr geile Map-Karte. Partition. DLC halt. Ja. Ne? Hä? Hier geht's ja doch rein. Och, Leute. Ach, ich muss doch nach links abbiegen. Aber wer hat jetzt enden so ein Scheiß hier? Warum ist der Laserpointer auf dem Boden? Oh, Alter, Nebel auf dem Boden. Aber Leute, also jetzt ist ja mal gut hier. Man sieht ja gar nichts. Warum habe ich keine Nebelscheinwerfer? Oh, es blitzt und donnert und beides. Wie ist das, da fahren wir jetzt durch Texas und die Hälfte der Zeit siehst du halt nicht mal, was für die erste Scheiße Nebel oder Regen ist. Was denn hier los, armer Coin? Siehst ja nicht mal mehr Verkehr. Weil wir einfach eine Sichtweite von minus 3 Metern haben. Warum schickt er mich denn zurück? Wieso schickt er mich nicht nach... Ach, weil wieder Einbahnstraße ist, ne? Ja, ist wieder One-Way. Leute. Was stimmt mit Texas nicht? Was haben die Typen gekifft? Stell dir mal vor, du würdest hier diese Garage besitzen. Und würdest hier jedes Mal rauffahren müssen. Du würdest doch direkt an Dummheit sterben. Wenn du hier lebst, dann bist du einfach so gehirnbrei. Geht ja gar nicht, Alter. So, da vorne muss ich jetzt erst nach rechts abbiegen. Und da... Achso, wenn ich gerade weiterfahre, fahre ich unter der Autobahn drunter durch. Okay, verstehe. Okay. So, hier ist gerade aus und da jetzt nach rechts. Man halt einfach durch den Nebel sowieso nichts sieht hier. Da links und rechts kriegt halt gar nichts. Weil weiße Auto im weißen Nebel. Achso, das muss ich ja nicht so. Ich wüsste gar keiner Birne. Und das auch noch alles bei Nebel, wenn halt so noch nichts, nicht mal irgendwas siehst hier. So, da vorne geht wieder runter von der Autobahn. Sehr geil. Hat sich ja direkt alles gelohnt hier. Guck mal, die Straße, die hier rechts von uns ist. Kann man die einfach durchziehen bis zu der Ausfahrt, wo wir jetzt drauf fahren? Hätte ich ja direkt da drauf bleiben können. Hier so. Dass jetzt hier an der Stelle sich wieder verbindet. Weil das war ja eh eine Einbahnstraße, also eh nur in die Richtung, die wir jetzt gerade auch fahren. Dann müsste man dann nicht dieses riesen Rondell da machen. Ich meine, klar, jetzt im Spiel können sie es natürlich nicht machen, weil im Spiel richten sie sich danach, wie dieser Ort hier auch im Echten aussieht. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob hier nicht vielleicht doch ein bisschen was dazu erfunden wurde. Also, wie sehr sie sich ans Original halten. Oder ob sie doch
hier und da ein bisschen was selbst machen. Schon mal, weil man es ansonsten nicht mit der Skalierung hinbekommt. Aber ja, wie gesagt, diese kleine Straße hätten wir ruhig noch hinzufügen können. Ist das schon das zweite Mal, dass wir uns dann so eine kacke Aufgang haben? Das ist also ein systematischer Fehler. Vielleicht bin auch einfach ich der systematische Fehler, kann auch sein. Aber dafür gibt es keinen empirischen Beweis. So, das heißt aber auch, ich sollte jetzt diese Mission in der Zeit jetzt hier schaffen, ne? Also in der Folge. Jetzt ist allerdings mit dem Rumpfbeet nicht so ganz so einfach, weil der LKW sowieso schon am Limit ist. Das heißt, wir halten den LKW auch einfach mal am Limit. Und ja, was er schafft, schafft halt, ne? Und das auch noch bei dem Regen und bei dem Nebel. Vielleicht sollte ich einfach mal davon Abstand halten, zu versuchen, die Mission immer zu beenden. Aber ist halt doch blöd. Ich meine, wenn ich jetzt die Mission nicht beende und dann von heute bis zum nächsten Aufnahmedatum sich da irgendwas ändert und dann wieder mein LKW zurücksetzt und die aktuelle Mission abbricht, ist halt immer blöd, wenn man da gerade in der Mission ist oder schon 20.000 Meilen gefahren ist und das dann also alles umsonst war, weil die Mission gecancelt wird. Deswegen habe ich mir halt immer angewöhnt, in Let's Plays immer am Ende einer Aufnahmesession auch alle laufenden Missionen abzuschließen. Andererseits kann man natürlich jetzt sagen, jetzt kann ich eigentlich komplett drauf scheißen, weil das Spiel wurde jetzt gerade erst geupdatet. Es ist also unwahrscheinlich, dass zum nächsten Aufnahmetermin ein neues Update draußen ist, was wieder alles rücksetzt. Ja, kann man sagen. Muss man aber nicht. Egal, sind 300 Meilen, ich schaff mal locker. Oh, da vorne kommt eine relativ enge Kurve. Hoffentlich schaffen wir die bei dieser Glitschigkeit der Fahrbahn. Wir haben hier überall Gleitcreme ausgekippt. Ferkel. Oh, easy. Ja gut, wir fahren ja auch nicht mehr Maximalgeschwindigkeit. Oh, ist heller. Der LKW ist schon ganz schön schwach. Der hat echt Probleme, auf den Krieg zu kommen. Der Mikro-LKW hat nicht mal eine Schlafkabine hinten drauf. Nee, wir müssen geradeaus weiter. Das heißt, die Schlafpause, die wir vorhin gemacht haben, mussten wir hier direkt auf dem Sessel machen. Was natürlich sehr bequem ist, da 10 Stunden drauf zu pennen. Vor allem, wenn du so schon 10 Stunden drauf gesessen hast, ne? Ich weiß gar nicht, ob sowas im Echten auch gibt, dass man da teilweise mit LKWs fährt. Wo man dann auch drin pennen muss, obwohl die gar keinen Schlafabteil haben. Weil das wäre halt schon ganz schön assi. Aber ganz ehrlich, so wie manche Firmen bei allem sparen, wie sie können, ausschließen würde ich das nicht, dass es solche, wie heißt das, Speditionen gibt. Oh, hier geht aber jetzt schon bergauf, Alter. Oh, wie der Kühl zusammenbricht. Uiuiui. Das ist ja verrückt.
Naja, draußen wird zum Glück langsam einigermaßen hell. Ist ja auch nur schon halb eins, also schon fast Nachmittag. Vielleicht werde ich da ein bisschen munterer. Sonst brauche ich auch bald mal eine 10-stündige Pause. Der gute alte Dachschlaf. So, was ist jetzt hier los, Leute? Warum so langsam? Ich fahre nicht bei Maximalgeschwindigkeit und ihr tuckert hier so rum, als wärt ihr die Langsamen. Oh ne, schon nicht wieder hier diverse Mega-Ruckler. Lief gerade so gut. Oh doch, schon wieder regelmäßig. Liegt doch an meinem PC oder macht das Spiel hier irgendwas? Das ist doch kacke, ey. Super, jetzt wo ich überholen möchte, geht's wieder bergauf. Dass ich die Aktion direkt vergessen kann. So, da vorne ist wieder ein Aussichtspunkt, den wir aber vergessen können bei dem Regen. Genau, verpiss dich. Weg da. Meine Straße. Aber wie gesagt, bei dem Regen sieht man halt eh nichts. Ja. Ich meine, klar, hat natürlich schon einen coolen Effekt. Amanakoim? Da hat wohl jemand wieder beim Map-Design gepennt und da hat wohl die eine Spur geändert. Alter, der wirklich regelmäßig auftretende Mega-Ruckler. Vor allem auch die Frequenz ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Also das kann eigentlich nur am Spiel liegen. Wie gesagt, wenn es irgendein externes Programm wäre, dann müsste ich das ja am CPU-Ausschlag sehen, dass das da irgendwie hochgeht. Aber ne, tut nichts. Naja. Vielleicht ist doch einfach die Map hier wirklich. Ich meine, wir haben ja gerade gesehen, dass der eine Ecke wieder einfach respawned ist, weil der eine NPC-Track da einfach geendet hat an der Stelle wahrscheinlich. Das heißt, vielleicht noch nicht so sauber programmiert und vielleicht sagt das auch für die ganzen Mikro oder für die ganzen Mega-Ruckler hier. Kann ja durchaus sein, ne? Ich habe jetzt gerade nicht auf die Straße geachtet. War nicht vor uns gerade noch ein Fahrzeug? Vor uns war noch gerade auch noch ein Fahrzeug, ne? Ist jetzt gerade ihr Spot oder was? Boah, Alter. Ja, macht mich ja gerade richtig gaga hier. Als ein Horrorfilm. Wo, wenn man mal ganz kurz wegguckt, auf einmal Fahrzeuge fehlen und neue erschienen sind, ja, kriegst du immer so, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Ja, wahrscheinlich wollte durch die ganzen Nebenstraßen, hier sind ja auch wieder zwei Nebenstraßen, die parallel führen, dass durch diese ganzen Nebenstraßenkonstrukte die Map so, naja, komplex geworden ist, dass entweder die Map-Designer da nicht ganz aufgepasst haben an manchen Stellen, oder einfach die Engine nicht hinterherkommt, dass das Pathfinding von den NPCs zu komplex geworden ist an der Stelle. Und dann entweder einfach irgendwann aufgibt und die Fahrzeuge einfach despawnen. Oder die Tracks halt nicht komplett geschlossen werden können. Und dann die Engine einfach sagt, okay, an der Stelle endet der Track und ein neuer Track beginnt oder irgendwie sowas. Also mit Track meine ich jetzt immer diese virtuellen Linien, auf denen die NPCs fahren. Vor allem, jetzt haben wir immer noch zwei Nebenstraßen neben uns, aber die sind jetzt nicht im Navi mit eingezeichnet. Oh ne, ist auch mal verwandt. Achso, ja, okay, dann haben sie geändert. Ja, interessant. Guck mal, weil hier. Deswegen, die Straßen sind da. Und hier ist aber auch wieder gesperrt. Warum hat man hier die Straße nicht einfach durchführen lassen? Hier wollte doch auch die ganze Zeit durchgehend. Das. Sehr komische Map-Design-Entscheidungen hier teilweise. Weil ich wette, die Straßen sind die Straßen, die wir auch jetzt gerade sehen. Die da hinten wieder anfangen. Also warum hat man die nicht auch wieder befahrbar gemacht? Befahrbar. Ist das verrückt. Sehr, sehr inkonsistent teilweise hier, was so die Map-Design-Entscheidungen angeht. Ich meine, vielleicht habe ich doch einfach das falsche Gedankengut. Und beim Gedankengut sollte man halt einfach immer so viel wie möglich befahrbar machen. Ja, doch, genau, so die gleichen Straßen. Na, die geht da hinten. Ja. Hätte man also locker befahrbar machen können. Das ist so seltsam, so komisch. Warum macht man das so? Oh, du sollst mal pennen gehen? Nee, ne? Wir sind ja eigentlich schon fast da. Ist ja bloß noch 100 Meilen. Ja, weiß ich nicht. Teilweise sehr, sehr ulkige Inkonsistenten hier. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass sie mindestens manche Straßen befahrbar gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist es damit noch trauriger, dass sie nicht einfach alle befahrbar gemacht haben, die sowieso schon da sind. Wie gesagt, Straßen, die ins Nirgendwo gehen, also die irgendwann einfach abrupt enden, weil die Map da halt aufhört. Dass man die Straßen absperrt, klar, keine Frage, ne? Völlig richtig. Aber Straßen, die sowieso richtig befahrbar sind, weil man am anderen Ende auch wieder auf einer anderen Straße rauskommt und so, warum man diese Straße nicht befahrbar macht, sondern der Alpha-Wende aufstellt, das erschließt sich mir denn noch nicht so ganz. Sehr, sehr seltsam. Sehr suspekt. Vor allem halt so direkt hintereinander.
Naja. Aber ich finde irgendwie echt witzig, wie so moderne Spiele. Ja? Ich meine, wir haben ja mittlerweile was so moderne Computertechnologie angeht, haben wir mittlerweile schon eine Geschichte, die mittlerweile 30 Jahre alt ist. Ja, seit 30 Jahren haben wir Computer, wo man richtig 3D Game Engines und so drauf entwickeln kann. Das heißt, die ganzen Game-Studios, die es so gibt, haben jahrzehntelange Erfahrung. Und dass man es dann immer noch nicht hinbekommt, Spiele zu entwickeln, die wirklich einfach flüssig laufen. Oder jetzt nicht flüssig im Sinne von, dass sie immer 60 FPS haben, meine ich gar nicht. Aber dass sie halt einfach konsistent laufen. Ich gucke jetzt auch zum Beispiel aktiv das 7 Days to Die Let's Play von Gronkh und von Turbinator LP. Und da ist ja genau das Gleiche. Das Spiel, das stockert auch andauernd. Und die spielen auf Windows. Also, ne, nicht, wie gesagt, hier nicht mit, dass es Linux-Problem ist oder so. Nein. Solche Probleme haben Windows-Spiele auf Windows-Rechnern ganz genauso. Und das verstehe ich halt immer nicht. So wie hier diese ganzen Ruckler. Warum gibt es die überhaupt? Warum fällt es den Entwicklern nicht auf, dass es solche Ruckler gibt? Ich meine, klar, es gibt leider auch viele Konstellationen. Ne? Der eine hat den Rechner, der andere hat den Rechner, die komplett anders aufgebaut sind. Der eine hat Intel, der andere hat AMD. Der eine hat die Grafikkarte, der andere hat gar keine externe, sondern nur Onboard-Grafik und so weiter und so fort. Es gibt halt viele Konstellationen, muss man dazu sagen. Aber man hat ja auch eine große Testplayer schafft, wo man zum einen um Feedback, ne? Und zum anderen, ich meine, so viele Plattformen gibt es denn ja auch nicht. Also wenn ein Studio einfach mal so 20 Rechner hat, 10 Rechner mit AMD, 10 Rechner mit Intel, ne, so ein Rechner hat eine GTX 3090, der andere hat eine GTX 3060, der nächste hat eine GTX 700, noch was. Dann hat einer vielleicht eine AMD Radeon aus der 6000er Reihe, einer aus der 6000er Reihe High-End. Ja, also so ein paar Eckpfeiler quasi. Dass man da einfach so sagt, okay, diese 20 Eckpunkte aus dem breiten Spektrum an Möglichkeiten von Konfigurationen nehmen wir uns mal raus. Ja? Dann hat man so 20 Rechner. Das heißt also 20 Testszenarien. Die müsste man doch als Softwarehersteller doch locker abdecken können. Ist ja jetzt nicht so, dass es 20.000 verschiedene Grafikkarten gibt und 20.000 verschiedene CPUs gibt. Klar, es gibt zwar natürlich 20.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, keine Frage. Aber wenn das Spiel auf einem schwachen Prozessor und einer schwachen Grafikkarte läuft, genauso wie auf einem High-End-Prozessor und einer High-End-Grafikkarte, dann läuft sie auch auf alle Kombinationen dazwischen. Versteht ihr, wie ich meine? Also so viele Eckpunkte gibt es ja denn eigentlich gar nicht. Und dass es dann aber Konstellationen gibt, wo das so extrem stockert. Immer noch. Vor allem habe ich das Gefühl, dass es auch bei vielen Sachen, wo ist denn der Punkt? Ach, hinten. Das ist bei vielen Sachen, also gerade hier bei 7 Days to Die, kann ich das nicht behaupten. Da ist es wahrscheinlich eher, dass dort ähnliche Gründe sind. Aber gerade bei ETS und ATS finde ich, es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass Objekte synchron nachgeladen werden, statt asynchron.
Ne? Also das quasi, wenn ich jetzt durch die Walachei fahre und dort an einem neuen Gebäude vorbeikomme, das Gebäude erstmal geladen werden muss von der Felsplatte. Ich muss hier andersrum reinfahren, sag mal. What the fuck? Ne? Dass das Objekt erstmal geladen werden muss. Und dass dieses Laden aber halt im Hauptthread ausgeführt wird und nicht in einem separaten Thread. Was halt dafür sorgt, dass solange wie dieses Objekt geladen werden muss, das Spiel halt nicht weitergeht. Ist dann sozusagen pausiert in der Zeit. Wenn dann halt mit einmal sehr viele Objekte nachgeladen werden müssen, kann das halt schon mal zu einer spürbaren Verzögerung kommen. Und das ist ja auch alles richtig und gut. Aber das war halt vor 30 Jahren so. Seit mindestens 20 Jahren gibt es Multicore-Prozessoren. Alle aktuellen Spielekonsolen haben Multiprozessoren. Also warum ist es immer noch so schwer, Spiele multiprozessorfähig zu machen, dass man sagt, okay, ich habe einen Prozess, der rendert das gesamte Spiel, also kommuniziert mit der Grafikkarte. Ich habe einen Prozess, der macht die ganzen physikalischen Berechnungen. Ich habe einen Prozess, der berechnet die gesamten NPC-Interaktionen, also die NPCs. Und ich habe einen Prozess, der lädt die gesamten Texturen und Grafiken nach, um sie dann an den Prozess zu übergeben, der mit der Grafikkarte kommuniziert. Na, also quasi Multipipelining. Dass das geht, ist bewiesen, weil es gibt Spiele, die können das. Da siehst du dann halt auch richtig, wenn du mit 380 Sachen durch die Walachei fährst, dass links und rechts neben dir immer noch Sachen aufploppen, weil die erst dann geladen werden konnten. Trotzdem läuft das Spiel flüssig weiter, weil dieses Nachladen halt komplett asynchron läuft. Und dass das halt nicht mittlerweile Standard ist in der Spieleentwicklung, das ist halt so ein Ding, das verstehe ich halt nicht. Das macht mich innerlich fertig. Ich lieg da teilweise nächtelang wach, wein mich in den Schlaf und möchte Harakiri begehen. Was? So, wir haben zerbrechliche Fracht. So genug rumgewendet. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um SCS-Software. Und es geht auch nicht, wie gesagt, es geht auch nicht darum, dass das Spiel scheiße ist. Sondern das ist ein allgemeiner Missstand in der Spieleindustrie. Also alle größeren Spiele, die ich kenne, haben dieses Problem. Ich kenne jetzt nicht so viele Spiele, muss man dazu sagen, also, ne? Aber ich kenne halt auch ein paar AAA-Titel. Und bei allen diesen Spielen gibt es immer solche Probleme. So. Jetzt können wir eigentlich, unsere Alkämpfe steht ja bei uns in der Garage, ne? Weil er wieder zurückgesetzt, weil wir eine neue Version haben. Jetzt können wir dann eigentlich also wieder einen Auflieger ankuppeln. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich mit dem Auflieger fahren möchte. Ja, die Frage. Also ich würde jetzt gerne mit dem LKW ein bisschen durch Texas fahren. Denn in der nächsten Aufnahmesession. Die Frage ist, welchen Auflieger oder nehme ich überhaupt einen Auflieger? Oder fahre ich nicht mit einem von den anderen, also mit gestellten Aufliegern quasi. Wobei mit dem Auflieger wär schon geil, ne? Ganz ehrlich, let's go. So. Okay. Ja. Das heißt, wir fahren nächste Woche mit der Kombi erstmal runter nach Texas. Wobei runter ist ja ein bisschen, wir sind ja auch relativ weit unten. Aber ist halt doch, Texas ist halt noch ein bisschen weiter unten als wir. Und dann fahren wir erstmal ein bisschen runter nach Texas. Vielleicht können wir mal irgendwie Schnellreise probieren. Wie funktioniert das überhaupt mit diesen Schnellreisen? Wo kann ich denn mal hin? Vielleicht können wir jetzt schon eine Schnellreise machen. Okay, ich kann tatsächlich zu relativ vielen Orten. Macht das Sinn? Oder wäre es nicht sinnvoller, irgendwo weiter in die Mitte zu gehen?
Ich immer mal nach da. Ich überlege gerade, ob ich, wenn wir jetzt gerade eh wieder in El Paso sind, ob ich dann jetzt noch schnell diesen Aussichtspunkt abgrase. Ja, nee, also um das Gerede abzuschließen, Spiele müssen endlich anfangen, mehr auf Multithreading-Technologien zu setzen. Ich weiß, es ist natürlich vom Programmieren her aufwendiger. Vor allem, wenn man halt bestehende Engines hat, so wie halt SCS-Software. Aber gerade das wäre halt ein Grund, endlich mal eine neue Engine zu entwickeln. Einer von vielen mittlerweile. So, wir wollen mal ganz kurz gucken hier, Map. Wo sind wir jetzt aktuell genau? Wir sind da. Achso, der Aussichtspunkt war natürlich da. Ist also noch ein Stück weiter weg. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, wir spawnen beim LKW-Händler. Wow. Ich dachte, wir spawnen irgendwo in einer Stadt oder sowas. Also, gut, hier gibt es überhaupt keine Stadt, sehe ich gerade. Also, das hier wäre ja die Stadt. Von daher wäre das dann ja hier wahrscheinlich eher. Okay. Was wir mal hier direkt machen könnten, wäre natürlich pennen gehen. Wobei, das ist die Auflieger. Komme ich hier nie hin. Ich koppel also direkt mal ab hier. Weil das ist halt das Blöde, vor einer Quick Mission ist man halt immer aufgeschlafen. Was, wieso Aufliegerschaden? Beim Abkuppeln? Ernsthaft? Kamera. Oh mein Gott. Was ist das denn gerade? Geht doch. Genau, also zum Start einer Mission, Quick Mission, bist du immer aufgeschlafen, aber nach einer halt nie. Das ist halt irgendwie ein bisschen traurig. Aufliegerschaden. Verstehe ich nicht. Zustand. Ach so, die Reifen sind so. Hä? Hat sie nicht gerade gesagt, Aufliegerschaden 4%? Hier sind nur 3%. Oh, der war. Auf jeden Fall ja, okay, ist die Reifen, die so viel Schaden haben. Das heißt, wir haben hier gerade mal 1% Schaden, aber die Frage ist, warum? Immer noch. Na gut, egal. 1% soll es aber nicht so sehr interessieren. Von daher, kommen wir überhaupt raus mit dem Rennen? Ja doch, das sieht gut aus. Okay. Das ist aber Problem für den Zukunfts-Gronk. Der kann ja weiterspielen, da hab ich keinen Bock mehr. So. Ah, okay. Wow. Gut. Ja, okay. Hab gerade kurz einen Schreck bekommen, weil ihr. Naja, egal. Bis dann. Genau. Nächstes Mal spielen wir dann mit unserem eigenen Auflieger. Vor allen Dingen mit unserem einen LKW mal wieder weiter. Der hat wenigstens ordentlich Power. Von daher, bis dann.